Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mein Hund und ich. In dem folgenden Video habe ich euch Beispiele gebracht, dass Fahrradfahren mit dem Hund gar nicht so einfach ist und es viele Dinge zu beachten gibt. Einfach nur anbinden und losfahren, so einfach ist es nicht. In den nachfolgenden Videos seht ihr die verschiedenen Situationen, die man mit dem Hund üben muss. Darunter gehört das Anfahren, das Stoppen, die Geschwindigkeit, der Richtungswechsel und die Begegnung mit anderen Hunden oder Spaziergängern. Fussel ist auch noch ein ganz junger Rüde, der erst ein paar Mal am Fahrrad mitgelaufen ist und somit vom Trainingsstand auch noch ganz am Anfang steht. Gerade hier kannst du gut erkennen, dass diese Dinge gar nicht so einfach sind. Denn gerade beim Bikejöring habe ich keine Verbindung zum Hund, außer durch meine Stimme. Ich habe in dem Video den Originalton mitlaufen lassen. So kannst du gut erkennen, wie ich mit meinem Hund, mit meiner Stimme arbeite. Wir bauen immer wieder während der gesamten Strecke kleine Übungssequenzen ein. Zum Beispiel das Anhalten, das wieder neu losfahren, das Vorbeifahren an anderen Radfahrern. Genauere Details zu Fussel findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Die Trainingseinheiten, die du siehst in meinen Videos, sind nur Beispiele, wie ich meine Hunde trainiere. So, nun aber genug geredet. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Video. Okay. Richtig, fein, super gemacht, Schatz. Akku links. Links. Voll. Rein. Okay, lauf. Thank you.
schön.